Die Märzorgel im Dom ist zwar eine der kleinsten Domorgeln in ganz Deutschland, das tut ihrem beeindruckenden Klang aber keinen Abbruch. Das wurde am Sonntag wieder einmal deutlich. Junge Organistinnen und Organisten trugen Stücke vor, die eigens für das Projekt Orgelmusik in Zeiten von Corona komponiert wurden. Sie spielen zu dürfen, ist eine Herausforderung, weil die Stücke nicht einfach sind, aber auch eine Freude, weil endlich für der Kirche wird neue Musik gespielt und geschrieben. Und das freut mich einfach sehr. Das Projekt des Deutschen Musikrats, der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde auch von der Bundesregierung gefördert. Insgesamt 17 Komponisten wurden beauftragt, die Pandemie mit dem künstlerischen Mittel der Orgelmusik zu reflektieren. Dorothea Hoffmann zum Beispiel tat dies mit der Komposition »Im Donner der Zeit«. Die Aktion ist natürlich einerseits eine super gute Idee gewesen, denn wir saßen ja alle irgendwie eingesperrt, die Konzerte waren alle weg. Also das ist für uns alle, die wir komponieren, die Musik machen, eine sehr schwierige Situation gewesen, dass man, also gut, komponieren kannst du natürlich zu Hause, aber du weißt nicht, ob es jemals wieder einer hört. Also das ist wirklich eine relativ schwierige Situation. Insofern war das natürlich ganz toll, dass es diese Aktion gegeben hat. Also das war unglaublich erfreulich. Orgelmusik sei während der Corona-Krise oft der einzige Begleiter der Spiritualität gewesen, sagte Staatsministerin Claudia Roth. Denn Chören und Gottesdienstbesuchern war über lange Zeit das Singen verboten. Umso erfreulicher sei jetzt die Uraufführung der Neukompositionen, gerade hier in Augsburg. Ich bin ganz stolz, dass Augsburg es geworden ist, weil wir in Augsburg natürlich auch wie in keinem anderen Ort die Verbindung von katholischer und von evangelischer Kirche darstellen können. Und deswegen ist es heute, fängt es an hier im Dom, und ich bin sehr glücklich, dass Bischof Bertram da sein wird. Und wir gehen dann nach einem Empfang, den die Stadt Augsburg gibt, im Rathaus, dann nach St. Anna in der evangelischen Kirche, und da wird der zweite Teil des Konzerts stattfinden. Einige der Stücke waren bewusst auch von Misstönen und Geräuschen durchsetzt und spiegelten so die Gefühle und Gedanken vieler Menschen während der Pandemiezeit. Bischof Bertram wies in seiner Ansprache unter anderem auf die Bedeutung von Musik bei der Reflexion schwieriger Zeiten und Ereignisse hin. Musik ist Gebet in Tönen, so Bischof Meyer. Mit den Schwingen der Töne schicken wir das, was uns belastet, auf die Reise. Wir lösen uns von den Fesseln des staubigen Alltags und spüren, wie befreiend es ist, wenn sich die Seele ihrer Flügel bewusst wird, wie es in dem wunderschönen Gedicht Eichendorffs heißt: Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Das Projekt Orgelmusik in Zeiten von Corona geht noch bis Ende November. Und vielleicht wird in Zukunft auch das ein oder andere Stück in Gottesdiensten zu hören sein.